Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, keine Frage, die Logistikbranche ist verunsichert. Corona, gebrochene Logistikketten, Entwicklungen bei den Kraftstoffpreisen, Personalmangel und vieles mehr. Umso wichtiger ist es, dass wir auch in Sachen der Weiterentwicklung der Lkw-Maut für Klarheit sorgen. Und genau das tun wir. Wir haben das getan mit dem Koalitionsvertrag, in dem wir festgelegt haben, dass es eine CO2-Differenzierung und einen CO2-Aufschlag geben wird, wo wir festgehalten haben, dass es die Ausweitung auf 3,5 Tonnen geben wird und wo wir auch Aussagen über die Verwendung der Mehreinnahmen getroffen haben. Und wir haben uns in der Koalition auf eine weitere Konkretisierung dieser Aussagen verständigt, nämlich dass ab 1. Januar nächsten Jahres die Anpassung an die EU-Wegekostenrichtlinie erfolgt. Da geht es um die Straßenbenutzung, genauer gesagt auch um die Straßenabnutzung. Und es geht um die Luftverschmutzung sowie um den Faktor Lärm. Ein Jahr später, Januar 2024, kommt dann der zweite Schritt mit einer CO2-Differenzierung und dem CO2-Aufschlag, der Ausweitung auf die 3,5 Tonnen. Und wir haben uns darauf verständigt, dass die Mehreinnahmen auch den Verkehrsträgern Schiene und Wasserwege zugutekommen. Und das ist besonders wichtig. Das ist besonders wichtig, denn gerade die Wasserwege und die Schienenwege sind seit Jahrzehnten deutlich unterfinanziert. Und damit werden wir entsprechend Schluss machen. Und es wäre ja wirklich absurd, dass Mehreinnahmen, die aus der Umweltbelastung resultieren, in noch mehr Straßenbau fließen, um dann diese Probleme, aus denen die Einnahmen gewonnen werden, noch größer zu machen, als sie es schon sind. Wir sind doch eine Koalition, die Probleme lösen und kleiner machen wollen und nicht noch größer machen wollen. Wir schaffen also wichtige Impulse im Bereich Lkw und im Bereich Logistik dafür, dass man die Antriebswende voranbringt, auf alternative Antriebe umstellt, aber auch Güterverkehre, so gut es geht, auf die Schiene entsprechend verlagert. Das ist wichtig fürs Erreichen von Klimazielen im Verkehrssektor, denn da hinken wir gewaltig hinterher. Und deswegen besteht gerade im Bereich Güterverkehr enormer Handlungsbedarf, um Klimaziele erreichen zu können. Unser Wunsch ist, dass wir dieses Vorhaben weiter konkretisieren, und zwar möglichst schnell, nicht erst Ende 2023, sondern in den nächsten Wochen und Monaten, damit die Logistikbranche noch genauer weiß, was auf sie zukommt, damit sie Planungs- und Investitionssicherheit hat. Und wenn wir das dann alles geklärt haben, dann gibt es immer noch einen weiteren Handlungsbedarf. Ich schaue hier beispielsweise auf die Arbeitsbedingungen im Lkw-Gewerbe. Ich war mit Kolleginnen meiner Fraktion vorletzte Woche an einer Autobahnraststätte und habe dort mit Lkw-Fahrenden gesprochen aus Osteuropa, um deren Arbeitsbedingungen zu ergründen. Da ist noch mal deutlich geworden, dass wir auch hier für Fairness sorgen müssen, für faire Arbeit, aber auch für fairen Wettbewerb gegenüber der Schiene. Das ist uns als Grüne ebenso wichtig. Wichtig wie die Reform der Lkw-Maut. Und völlig klar ist, bei all dem, was wir jetzt in Sachen Lkw-Maut und Verlagerungsnotwendigkeiten auf die Schiene diskutieren, der Lkw hat in der Logistik einen Marktanteil von 74%. Das kann man nicht wegdiskutieren. Wir werden da auch nicht auf Null kommen. Der Lkw wird auch in Zukunft seine Berechtigung haben, aber er darf eben nicht mehr die Schäden verursachen, die er heute verursacht. Und genau das werden wir angehen. Genau dafür haben wir jetzt den Weg entsprechend aufgezeigt. Mit der Mautreform in zwei Schritten schaffen wir für die Logistik Klarheit für zukünftige Investitionen und für entsprechende Konzepte, wie Logistik zu organisieren ist. Und wir schaffen klare Impulse für das Erreichen von Klimaschutz, auch im Güterverkehr. Dort ist es sehr schwierig, aber dort muss man es eben auch umso energischer angehen, damit wir Klimaziele im Verkehrsbereich erreichen können. Alle ihre Abstimmungskarten in die Urne eingeworfen haben. Damit schließe ich die Abstimmung und bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer. Ich schließe jetzt die Abstimmung und bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer um Auszählen. Das Ergebnis wird Ihnen später bekannt werden. Und wir fahren fort in der Debatte, und für die Linken hat das Wort Thomas Lutze.